So, ich möchte jetzt hier mal zeigen, wie man relativ einfach im Grunde genommen nichts anderes macht, als so eine Excel-Datei zu erzeugen mit strukturierten Ortsdaten, wie der Peter vorhin gezeigt hat. Man erzeugt hier keine Excel-Datei, sondern man erfasst die Daten mit Hilfe der Technologie, die wir bei den Kölner Sterberegistern zum Beispiel verwenden, direkt auf den Scan. Der Jesper hat also die Idee gehabt, diese Erfassungstechnik zu nutzen, um genau diese Datenstrukturen, die man fürs GOV braucht, auch relativ einfach ohne große Vorkenntnisse erfassen zu können. Und er hat jetzt speziell für diese Gegend hier, dieses Gemeindehandbuch der Rheinprovinz, wurde digitalisiert und in die digitale Bibliothek eingestellt und für das DES aufbereitet. Ich habe gerade mal geguckt, ob es in dem Buch auch ein Inhaltsverzeichnis gibt. Ich habe es auf Anhieb nicht gefunden. Vorbereitend wäre es natürlich toll, wenn man da eine schöne Projektbeschreibungsseite für dieses Buch samt Inhaltsverzeichnis und zu den einzelnen Kreisen und Links direkt dahin mit vorschalten würde, dass jeder, der Lust hat, einen bestimmten Kreis zu bearbeiten, dann auch direkt dahin springen kann. Also man macht eigentlich nichts anderes, wie man es vom DES gewohnt ist. Man klickt auf die Stelle, wo man erfassen möchte. So, jetzt öffnet sich die Erfassungsmaske. Da geben wir jetzt den Kreis ein. Wir wissen jetzt, das ist der Kreis Düren. Nach einiger Zeit erscheint dann hier als Angebot Düren. Wenn man dann da draufklickt, wird hier rechts automatisch dann die GOV-ID bereits eingesteuert. Das Amt wäre jetzt hier Arnold Weiler. Auch da sucht er jetzt die GOV-ID. Gemeinde haben wir jetzt hier nicht, weil wir nur die Amtsüberschrift haben. Aber wir haben die Einwohnerzahl 3508. Und wir haben die Gesamtfläche 2328. Speichern den Datensatz ab und es erscheint wie gewohnt so ein grüner Balken. Diese Daten sind also jetzt in dieser Datenbank gespeichert und können in Form einer Excel-Datei extrahiert haben, die dann im Prinzip alle wesentlichen Informationen bereits enthält. Wir haben den Namen des Kreises, wir haben die GOV-ID des Kreises, wir haben das Wissen, darunter ist dann das Amt, die Hierarchie, unterhalb des Kreises liegt das Amt, haben die GOV-ID des Amtes, haben die gegebenenfalls die Gemeinde als weitere Hierarchiestufe und können dann daraus eine Excel-Datei erzeugen, die dann im Prinzip in die GOV-Syntax wieder umgesetzt werden kann und dann ins GOV exportiert werden könnte. Dann gehen wir jetzt weiter zur Gemeinde. Mhm. Die Daten, die wir oben erfasst haben, die bleiben direkt stehen. Wenn man es als Neues anfangen möchte, kann man die Daten durch diesen Dreieckstaste erstmal rausschmeißen. Und jetzt gehen wir dann hier die Gemeinde Arnoldsweiler dazu. Arnold. Und da haben wir jetzt Einwohner 2373 und die Gesamtfläche 951. Also hier hat man jetzt dann die Dreifachstruktur. Einfach durch Kopieren ins nächste Fenster haben wir die Struktur dann auch. Jetzt kommt dann als nächstes dann hier die Gemeinde Ellen, hat 644 Einwohner und 718 Hektar. Und so kann man sich nach und nach durch das ganze Lexikon durcharbeiten, ohne wirklich Vorkenntnisse, GOV-Strukturen, GOV-Syntax kennen zu müssen, die Voraussetzungen schaffen, dass diese Daten, diese Strukturen ins GOV eingespeist werden können. Wir haben ja neulich sowas Ähnliches gemacht mit den 11.000 preußischen Standesämtern. Genau, das war das erste. Das ging dann sehr flott, zwei Wochen waren die ganzen Standesämter erfasst. Und der Jesper hat die dann teilweise, wenn der Regierungsbezirk fertig war, dann schon den Regierungsbezirk eingespielt. Mhm. Und anschließend dann auch noch die Gemeinden dazu, dann in einem zweiten Schritt dann auch noch mit zugesteuert. Nur zum Verständnis, die sind nicht sofort sichtbar da in dem GOV. Nee. Ja. Das heißt, die liegen jetzt erstmal gespeichert in einer Datei. Und die Datei muss der Jesper nehmen und muss sie dann in die GOV-Datenbank reinspielen und dann erst sind die sichtbar. Ja, also er muss im Prinzip das ganze Gerippe drumherum ist. KINF oder ist untergeordnet zu oder gehört zu der übergeordneten Struktur und hat Einwohnerzahl so und so viel. Diese ganze Syntax, die man fürs GOV braucht, die wird dann da zu diesen Gerippe-Informationen, sage ich mal, dann per Algorithmus oder per Programm zugesteuert und dann ins GOV eingespielt. Wo waren die jetzt zu finden? Beim DES ja nicht, ne? Doch, die sind auch in der. Gut, das ist noch nicht freigeschaltet, das ist jetzt im Hintergrund. Gibt es die denn auch für andere Städte jetzt oder wird erstmal nur eins als. Das ist eins, was wir jetzt in der Pipeline haben, für die Rheinprovinz. Okay. Dann habe ich ja heute gehört, dass dieses Verzeichnis von 1936 über die Kirchengemeinden, die evangelischen, dass das auch eingestellt wird.
gearbeitet. 27 ist schon drin. Ja, 37. Also überall dort, wo es dann dicke Bücher gibt mit ganz vielen Daten, da lohnt sich dieser Aufwand. Ja, wo dann ganz viele Leute einfach nur tippen können und Daten übernehmen können. Kannst du denn nach die suchen schon? Die kann ich im Desk, kann ich die suchen. Also ich sehe hier, bei mir steht, ich bin jetzt auf der Seite von Aachen, da steht hinter dem einem Querstrich Admin 135354 und in einem Fall steht hier ein Waffe-ID. Wenn eine nicht dazukommt, dann weil sie noch nicht vorhanden ist, dann muss der Ort im Prinzip vorher noch angelegt werden. Aber auch das kann man dann organisatorisch lösen, entweder dass man dann eine Liste erstellt, was muss alles angelegt werden, wer mag denn bitte, oder dass man das auch maschinell versucht hinzukriegen. Und man ja weiß, wo genau, in welchen Strukturen, an welcher Hierarchieebene was fehlt. Also viel mehr kann ich dazu im Moment eigentlich gar nicht sagen, außer dass man hier mit relativ wenig Vorkenntnis mehrere gemeinsam an diesem dicken Lexika wirklich arbeiten kann. Und wie der Detlef schon sagte, bei den Standesämtern, da ging das mit vielen Freiwilligen ganz flott voran. Also an sowas hätte ich auch Spaß, also wenn ihr da mal irgendwas zu Köln oder so hochladen würdet, einen Bezirk, der mich dann auch interessiert. Ja, das ist ja Rheinprovinz. Rheinprovinz ist Köln ja mit dabei. Genau. Ja, das also jetzt nicht unbedingt, weiß ich jetzt nicht, wie zum Beispiel die Beispiele mit Leipzig oder so, da habe ich ja nee, das ist ja Büren, das ist die gesamte Rhein. Also wenn das online käme, wäre ich auch Lust dran mitzumachen. Dann hätte ich ja auch was, wo ich helfen könnte, wo ich informieren muss. Da hat er erstmal einfach sich überlegt, das, was wir mit anderen Sachen machen, mit Adressbucherfassung und so weiter, das muss man eigentlich auch mit solchen Büchern machen. Er muss nur die Erfassungsmaske entsprechend so aufbereiten, dass die dann halt die Daten generiert, die er einfach dann in die GOV-Datenbank. Auch wenn jemand sagt, ich habe so ein Lexikon irgendwo bei Google Books oder sonst irgendwo auch online als Digitalisat gefunden, da fehlen uns noch viele Daten im GOV, das könnte man doch auch bearbeiten. Dann einfach auch Info an uns, da können wir das auch anlegen.